Wir haben heute die Testfahrt gemacht, um festzustellen, dass jedes Fahrzeug, welches im Festumzug des Sachsen-Anhalt-Dares teilnimmt, auch problemlos die Strecke bewältigen kann. Und wir haben uns entschieden, den Elberadswagen des QKK zu nehmen, weil er mit 23 Metern der längste im Umzug ist, so wie wir jetzt festgestellt haben. Die Umzugstrecke wird 2200 Meter lang sein. Und nachdem wir die Testfahrt soeben beendet haben, konnten wir feststellen, dass wir keine neuralgischen Punkte haben, die Probleme für den Umzug bereiten könnten. Festgestellt haben wir, dass wir am Ende des Zuges nach der Auflösung an einigen Bäumen Ausschnittarbeiten vornehmen müssen, damit höhere Fahrzeuge problemlos durchkommen. Und an zwei Stellen in einer Straße muss noch was getan werden, um entsprechende Stolperstellen zu beheben, damit die Fußgruppen nicht Gefahr laufen, dort zu stürzen. Köthen 900, der Sachsen-Anhalt-Tag, ist in greifbarer Nähe. Und Höhepunkt des Sachsen-Anhalt-Tages ist ja auch traditionell der Festumzug. Und wir fahren hier gerade mit einem großen Festwagen testweise diese Umzugsstrecke ab, einfach um zu gucken, ob man da überall um die Ecken kommt. Der Umzug geht dann quasi vom Stadion aus die Lohmannstraße entlang bis zur Basdorfer Straße, dort dann runter in die Friedhofstraße und wieder zurück zum Stadion. 2,2 Kilometer ist diese Strecke dann lang.